Herzlich willkommen zurück, Leute. Wir nähern uns dem Grande Finale. Schon bald werden unsere Truppen eintreten. Und hey, hier können wir Todesalben produzieren jetzt. Die Nahkampfangriffe können die Archonia. Wow, coole Einheiten. Werden wir selbstverständlich welche produzieren. Ah, kostet auch immer etwas Mana, wenn man die hier produziert. Kammer des Ritus. Okay. Oh, wir bauen erstmal kurz eine Armee auf damit. Bevor wir hier die Gebäude bauen. Ein bisschen mehr Mana gesammelt. Ich frage mich, ob es noch einen Weg von Osten her gegeben hätte. Dann wollen wir doch mal gucken, was sich hier verbirgt. Ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich kann mir keine Unterstützung durch andere Einheiten holen. Ach, das sind nur ein paar Gauner. Ja, komm. Wir haben schon so lange keinen Kampf mehr selbst geführt. Da mache ich doch mal wieder einen selbst. Sind ja auch nur die Unabhängigen, das heißt, man muss auch nicht sich vor irgendwelchen fiesen Zaubern fürchten. Wir dürften mal gerne ein bisschen näher zusammenstehen, damit ich meinen Kettenblitz draufhauen kann. Denn so wie sie gerade stehen. Oh, doch. Funktioniert sehr gut. Ja, sie kann leider nur einmal zaubern pro Runde. Uiuiui. Der hat viel physischen Schutz. Gegen Frost ist er komplett geschützt. Die Gauner will ich kurz ausschalten. Ist das eine gute Idee? Eigentlich nicht, nein. Ich glaube, ich lasse lieber hier die feindlichen Einheiten im Nahkampf finden. Sie werden selbst Schaden kriegen, aber nicht ganz so schlimm wie die Kleinen dort drüben. Daher nehme ich das hin. Einfach um ihn im Nahkampf zu binden, damit er nicht den anderen Einheiten wehtun kann. Habe ich mit dem nicht schon geschossen? Ach nee, ich habe abgewogen und habe mir gesagt, dass es. Ja, verdammt. Dass es zu. Dass es mir zu wenig Schaden macht. Dann hoffe ich jetzt einfach. Ja, ein Critical, sehr schön. Dann habe ich wenigstens etwas davon. Au! Richtig viel Schaden gemacht, dieser Assassinenangriff. Ist ja richtig fies. Das können sie aber nur einmal. Boah, aber richtig böse. Ah, vor dem Ganzen hier erstmal überlegen. So. Also, irgendwie ist die Magierin ein bisschen OP. Inzwischen. Leicht. Nur leicht. Aber ja, wir haben es halt so weit jetzt. Ich habe es halt mit meiner Bummelei so weit getrieben, dass ich hier total im Endgame bin. Und dadurch halt Zugriff auf die mächtigsten Zauber habe. Ich würde jetzt vorziehen, nicht so viele Einheiten noch zu verlieren. Auf dem letzten Meter. So. Okay. So, fertig, weg mit denen. Muhahaha. So, wieder mal hat die Magie den Sieg gebracht. Schockgeschoss richtet bei der feindlichen Zieleinheit. Wow.
Nett. 20 Zauberpunkte. Wow. Sind die etwa jetzt auch immer? Na wohl kaum. Nee, scheint, als wäre das nur... Wäre das nur ein kurzer Bonus. Ja, kommt hier mal kurz tauschen. Den Ritter stattdessen reinschicken. Oh. Das sind aber mystische Truppen, die hier aufpassen. Sieg ist sehr wahrscheinlich. Na dann. Final Battle. Let's go. Diesmal nur aufpassen, dass sie keine Schläge abkriegt, weil sie ist schon sehr niedrig mit ihrem Leben. Ja, der ist mächtig. Vor dem muss ich aufpassen. Wie gesagt, sie ist sowieso schon hier gefährdet. Aber es macht wohl... Ah, Moment. Doch, so einen lustigen Zauber, der heißt Verbannung. 30% Chance. Ah, er hat widerstanden. Okay. Trotzdem werde ich nicht zu viel Beschuss auf den verschwenden, weil eben, wenn ich ihn vielleicht dann sowieso nächste Runde verbanne, dann hat das keinen großen Zweck gehabt. So viel auf die drauf zu ballern. Verdammt, diese Viecher haben echt gute... sind echt gut gerüstet gegen Bleeden. Ja, da müssen die Ritter jetzt hier halt herhalten als... Opfer für die Feinde. Ja, und ich versuche das Vieh zu bannen. Das sind ja alles bannbare Viecher. Das heißt, theoretisch muss ich nur eine Weile durchhalten. Ach nee, das können sie auch laufen. Und ich könnte theoretisch alle bannen. Nein! Genau das hätte nicht passieren dürfen. Okay, ich kann zwar... Nein, ich darf nicht mal meinen Zauber wirken, weil sie tot ist. Oh. Ich glaube, jetzt habe ich sogar verloren dadurch. Ja, probieren wir es mal noch zu gewinnen, aber das wird enorm schwer. Ja, schön. Sogar noch alle so super motiviert. Ja, schlagen wir mal gegen ihn. Ja, die Bleeden können nicht mehr viel tun, sobald sie mal im Nahkampf gebunden sind. Ah, viel zu wenig Schaden. Ja, da hätte ich mir den Teleport wohl aufheben sollen. Ja, hier hat man jetzt gesehen, was passiert, wenn man seinen Helden nicht weit genug wegbringt in Sicherheit. Kommt schon. Oh, die sind fast tot dadurch. Ah, es könnte noch ein Sieg werden. Ein knapper, aber ein Sieg. Oh,
Okay, das klappt. Ah, okay, der kann nicht mehr schießen. Noch 32 Lebenspunkte. Wenn jetzt alles ganz schlecht geschmissen wird, dann klappt das. So, Angriff von hinten und kritisch auch noch. Schön, damit können sie sich Mana-Schlangentöter nennen. Ah, die Bleede wird es wohl auch noch erwischen. Ah, nee. Ta, Snipe! Oh, Sieg. Aber ein Klapper. Puh. Valeri. Ihr da, ihr seid Edward, nicht wahr? Nee, eigentlich nicht. Edward ist eigentlich schon an der Oberfläche. Ich bin Valeri von Avernus, Offizierin der Kaiserlichen Wache. Ich bin auf der Suche nach Spionen des Elfenhofs. Aber ich habe auch Befehl, euch zu unterstützen, wenn ihr dies wünscht. Es hieß, eure Mission sei sehr wichtig für den Staatenbund. Soll ich mich euch anschließen? Ah, euer Ruf eilt euch voraus. Ihr gehört zu den wenigen Hochelfen, die weiterhin dem Staatenbund dienen. Und ihr habt euch einen hohen Namen gemacht. Eure Hilfe wäre mir sehr willkommen. Was meint ihr, Edward? Ja, wie scheint, haben wir gerade einen uralten Schutzmechanismus ausgelöst. Eure Hilfe wäre daher sehr willkommen. In Ordnung, ich kann den, den ich suche, ohnehin nicht finden. Meine Aufgabe ist hier also beendet. Nachdem ihr Verlag im Kampf besiegt hattet, hat er sich in seine Residenzstadt teleportiert, aber trotz größter Anstrengungen konnte ich sie nicht finden. Ich weiß, dass sie nicht hier in Nirvelkilden ist. Er ist mir also vorerst entkommen, aber ich werde ihn irgendwann erwischen. Energiequelle finden wurde geschafft. Nun, da wir Melanies Versteck gefunden haben, können wir uns auf der Suche nach dem Artefakt machen, da das diesen Ort mit Energie versorgt. Das Oszillator-Juwel. Description. Ja, super. Mythisch benutzbar. Das Oszillator-Juwel in Sicherheit bringen. Verlag hatte recht, bei der Energiequelle handelt es sich um ein Juwel. Ich muss es rasch zu Gorsmok und Drugal in Hängevolt bringen. Valeri muss überleben. Schützt Valeris Leben um jeden Preis. Ach so, genau, sie bleiben ja, wenn der Kampf gelingt. Oh, ein paar Todesalben hat es beschworen. Das ist jetzt auch nicht so die Katastrophe. Dafür, dass wir jetzt dafür mehrere Hochelfen haben. Ich will wissen, was da drüben ist. Noch ein bisschen Mana. Die sind schnell, die Hochelfen. Dann hau ich lieber mal ab von den Todesalben. Ich habe keine Lust, mich nochmal zu prügeln hier. Oh ja, das sind nicht nur die wenigen dort, das sind noch mehr. Und ich habe immer noch so viel Mana übrig, ich habe kaum was verbraucht. In dem Fall, bye bye, ihr Todesalben dort. So. Wer hat, kann sich noch bewegen, ha? Na ja, gut, das ist jetzt auch eigentlich egal, da ich ja sowieso nur noch das Artefakt zu den Zwergen hier bringen muss. Guter Versuch, Todesalb. Oh, der C4 wird auch angegriffen. Oh, Niederlage ist wahrscheinlich, sagt mir das Spiel sogar. Ja, sicher nicht. Also, in der nächsten Folge werden wir diesen Kampf gewinnen. Bis zur nächsten Folge.